Unsere Armee braucht Wasser. Und das haben wir dank der Elemente nach dem Kataklysmus jetzt reichlich. Das Wasser, das die Schlucht südwestlich von hier gefüllt hat, sollte ausreichen. Leider sind die Leichname der Donnerechsen noch überall unten in der Schlucht und die elektrischen Stöße, die sie von sich geben, sind ein bisschen gefährlich. Ich habe Grunzer, die sie aus dem Wasser ziehen können, aber ich brauche jemanden, der geschickt genug ist, sie am anderen Ende des Seils zu befestigen. Seid ihr der Mann, den ich suche? Befestigt die Magiestoffleine an 8 ertrunkenen Donnerechsen im Donnergrad. Ja, Inventar ist voll, toll. Okay, mein Kollege hier hat Pläne mit euch, denen ich nicht zustimmen kann. Er ist hastig, unkontrolliert und unverantwortlich. Und außerdem bezahlt ihr am Ende vielleicht auch noch mit eurem Leben. Bevor ihr mit Gor sprecht, möchte ich euch bitten, euch die Geschichte anzuhören, die ich zu erzählen habe. Es geht bei der Geschichte um ihre Moral. Es ist eine Fabel. Ich glaube aber, dass die Moral dieser Geschichte für euch sehr wertvoll sein könnte. Sprecht mit mir, wenn ihr sie hören möchtet. Ich soll der Moral der Geschichte von Shin Steinsäule lauschen. Sieg. Früher war alles so viel besser. Was ist nur mit uns geschehen? Kraft. Eines Tages war der Wolf sehr hungrig, also lief er nach Osten, um Nahrung zu suchen. Okay, er lief nach Osten, um Nahrung zu suchen. Ich bin ein Wolf. Wie heißen die denn hier alle? Ratio... Ach Leute, hier hat sich einer echt ernsthaft Ratiofarm genannt. Ja, gute Preise, gute Besserung, wahrscheinlich ein Heiler. Ratiofarm. Na gut, wo soll ich denn jetzt hin? Kann ich schneller laufen? Okay. Was? Doch, der Wolf war faul und wollte nicht für seine Mahlzeit arbeiten. Okay. Und jetzt? Ich laufe doch mal schneller. Da muss ich hin. Skorpidfleisch war dem Wolf viel zu bitter. Raptorfleisch interessierte den Wolf nicht. Kodo. Er traf auf zwei sich bekämpfende Kodos. Geschwitzt wie er war, lag er auf der Lauer und wartete, bis einer den anderen besiegen würde. Als der schwächere Kodo starb, sprang der Wolf hervor. Was? Sprang der Wolf hervor und versuchte ihn zu fressen. Doch der andere Kodo war von dem ungestümen Wolf so aufgebracht, dass Hallo. Dass er ihn schnell tötete, bevor er fressen konnte. Der Wolf und sein Kodo. Die Moral der Geschichte, voreilige Handlungen, die aus Faulheit getätigt wurden, können ein böses Ende nehmen. Wir sollten den Lauf der Dinge nicht überstürzen. Wir müssen uns unsere Belohnungen verdienen. Ich habe versucht, dem Vollstrecker diese Geschichte zu erzählen, aber sein Höllschrei verehrender Schädel hat sie einfach nicht verstanden. Für die Horde. 50 Quests abgeschlossen. Alter, schon 50? Krass. Also, ich brauche wahrscheinlich so um die 1000 bis 2000 Quests. Ne? Ich habe schon 50. Heißt also noch, dass 40-fache circa. Und dann bin ich, oder 1500, dann bin ich Level 90, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie viel das wirklich sind. Ich weiß auch nicht, wie lange das denn wirklich dauert, aber auf jeden Fall. Naja. Ich muss das mal ganz kurz ablehnen. Ich muss jetzt erstmal hier so verkaufen. Damit ich endlich mal meinen Scheiß hier loswerde. Hier muss doch auch mal irgendwo einer stehen, bei dem man verkaufen kann. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Alter, was ist denn hier los? Kann man denn hier wirklich nirgendwo verkaufen? Ich bin schon froh, wenn ich irgendwann mal meinen Tundra-Mammut des Reisenden habe, dass ich den mal verkaufen kann. Irgendwelche Sachen. Ja. Das habe ich ja schon ab Level 20, weil, oder müsste ich eigentlich haben, weil, ich, das ja gekauft habe mit meinem anderen Charakter. Und jetzt haben das irgendwie alle Charaktere. So, wenn ich jetzt hier schon... da hinten ist das Befehl des Kriegshäuptlings, das schwarze Brett, das mich zum nächsten... warte, hier war ein Gastwirt, da kann ich verkaufen irgendwie. Ach, hier drin kann ich sowieso verkaufen. Gemischt waren von Orgrimmar. Hier muss es auch irgendwo eine Schmiede geben. Handwerksfahren. Ich möchte ja nur verkaufen, warte. Und zwar dit da und... dit hier kann weg und dit kann weg... Und dit kann weg und dit kann auch weg. Dat kann weg. Das kann auch weg.
So, warte. Den Rest. Ach komm, den einen Apfel können wir auch verkaufen. So. Den Heiltrank machen wir auch mal. Komm. So. Okay. Malachit behalten wir mal. Einfach nur so, aus Prinzip. Weil wir es können. Alter, die Musik. Krass. Orgrimmar Musik. Ha. Auf Befehl des Kriegshäuptlings Ashara oder nördliches Brachland. Ich entscheide mich mal für das nördliche Brachland. Allen tauglichen Mitgliedern der Horde wird hiermit befohlen, sich umgehend bei Kargal Schlachtnarbe in der Fernwacht im nördlichen Brachland zu melden. Eure Hilfe bei der Verteidigung des Brachlands gegen eindringende Stacheleber und Zentauren benötigt. Die Fernwacht erreicht ihr, indem ihr westlich durch die Südstromaue von Durotar reist und die Brücke ins nördliche Brachland nehmt. Das Schicksal ruft. Okay. Ich soll mich dabei irgendwie melden. Gut, das andere mache ich mal nicht. Ne, kann ich immer noch annehmen später, wenn ich möchte. Aber ein Dings reicht eigentlich. Wieso wegen Skrulli hat mir zugewinkt? Wieso? Weiß ich nicht. Ich möchte gerne schmieden und ich habe die Befürchtung, dass ich dafür... Oh, hier kann ich Taschen kaufen. Was kostet denn so eine Tasche? Das ist Auktionshaus. Ist das Auktionshaus? Ja, doch, Auktionshaus. Bleib doch mal stehen. So. Verschiedenes... nee. Doch. Plunderreagenz? Nee, wo ist denn das gewesen? Ach, hier, Behälter. Einfach nur einen Behälter... suchen. Okay, ich sortiere mal. Was? Willst du mich verarschen? Hallo? Was ist das denn? Hallo? Auf welchem Server bin ich denn hier gelandet? Hier ist ein kleines Seidenpack. Für 19 Gold 99. Das ist alles? Hallo? Am Samstag? Am Samstag um 19.01 Uhr? Ist das alles? Was im Auktionshaus ist? Das ist ja gar nichts. Alter, wie leer ist denn der Server? Da stand normal bei der Serverauswahl. What the fuck? Normalerweise sollten da Tausende von... Oder nicht Tausende, aber zumindest ein paar mehr Taschen drin sein. Aber ist ja gar nichts irgendwie. Und wenn ich jetzt auch mal gucke hier... Warte mal. Ach so, geht ja gar nicht mehr. Scheiße, kann ich irgendwie die Wehrliste aufrufen? / Wehr. Ach so, geht das. Gut, ohne die Kontakte zu öffnen. Wenn ich jetzt gucke im Chat, im Handelschat sind... Alter, was? Also pro Seite sind das immer 22. Das heißt, hier 22, ich scroll da runter nochmal 10, 32. Also so um die 40 Leute am Samstag. Alter, what the fuck? Sind die alle auf Allianz-Seite oder was? Das ist ja... Was zur Hölle? Ich spiele schon auch schon wieder 4 Stunden, aber... Ich mache jetzt, glaube ich, gleich mal... Ich gehe jetzt mal rüber zum Dings. Und frag mal, kann es sein, dass der Server ziemlich leer ist? Oh, oh. So, schreibe ich einfach mal. So. Ja, ist jetzt natürlich doof. Also, die werden irgendwann noch zusammengelegt, habe ich gelesen. Diese Server zu, ja, serverübergreifenden Servern. Aber was zur Hölle? Sind ja auch nur um die 40 Leute online hier im... Das ist doch nicht... Das ist doch... Also, ich weiß auch nicht. Wenn ich nicht mal eine Tasche im Auktionshaus finde. Also, sorry, Blizzard. Warte mal. Bei der Serverauswahl stand Mittel... Punkt, Punkt, Punkt. Naja. Also, da stand ja auch wirklich Mittel. Komisch. Jetzt nutze ich auch mal den Chat. Also, hier im MMO gibt es Chats, wollte ich nur mal sagen. Ne, kann man auch chatten mit anderen Leuten. Aber das ist ja, also, was ist das denn für eine Lüge? Da steht Mittel. Sind die alle auf Allianz-Seite oder was? Das kann ja auch nicht sein. Aber hier, ich meine, hallo, da 40 Leute? Ja, weil es noch Schlimmere gibt. Was? Was zur Hölle? Alter. Auf Allianz-Seite ist mehr los. Ja, gut. Aber ist ja gar nichts. Ich meine, es ist samstags. Heute ist Samstag, ne? Hier, seht ihr. Samstag, der 9. November. Um 19 Uhr. Und jetzt hier
slash wer. Siehst du ja. Ja gut, das ist jetzt hier. In Orgrimmar sind jetzt wie viele Leute? 20. 20! Hallo? Also und insgesamt, na gut, insgesamt, er zeigt ja maximal nur 50 Leute an, aber trotzdem. Ne? Siehst du ja, auf Stufe 90 sind gerade online, warte, na gut, über 50 scheinbar. Oder 50 und mehr. Und hier im Handelschat siehst du auch. Also hier kannst du reingucken, Handelschat, ne? Siehst ja, wie wenig das sind. Ist ja gar nichts. Hm. Tja, das ist ja echt dämlich. Ja, das ist ja sehr schön. Da freue ich mich. Ja, habe ich mir einfach den besten Server ausgesucht. Hm, toll. Ja, wunderbar. Pff. Es kann doch nicht sein, dass man heutzutage als normaler Spieler schon vorher im Forum fragen muss, welcher Server denn der beste ist, um nicht einen zu erwischen, wo du gar nichts mehr bekommst. Ist ja unfassbar. Irgendwann wollen die den auch noch zusammenlegen. Das wird vielleicht sogar geschehen sein, wenn diese Folge rauskommt. Das kann gut sein. Wo wollte ich hingehen? Achso, hier bin ich ja schon, siehst du. Warte mal. Halt. Aber das ist doch nicht wahr, Alter. What the fuck? Ich meine jetzt ernsthaft mal. Hier ist der Bergbaulehrer. Hier ist doch bestimmt auch eine Schmiede. Ist hier eine Schmiede? Nee, irgendwie nicht, ne? Wo sind die? Die ist doch hier hinten bestimmt. Hier ist die Schmiede. Also wenn da keine ist, dann Amboss. Schmiede? Schmiede? Hallo? Ach, da, das ist wahrscheinlich die Schmiede. Hier ist die Schmiede. Okay, Berufe. Verhüttung, da. Kupfer verhütten, alle erstellen. So. Okay. Aber das kann doch nicht wahr sein, alter Schmiede. Auf was für einen Server bin ich denn gelandet? Jetzt machen wir mal ein bisschen Beruf hier. Sehe ich natürlich den Handelschat nicht mehr oder den allgemeinen Chat, aber was zur Hölle. Ja, also da siehst du schon, das Schlimme ist ja, du sollst mit Level 90 dann noch Leute finden, noch 10 Leute, die zusammen mit dir, oder 9 andere Leute, die zusammen mit dir in eine Instanz gehen, also in einen Schlachtzug rein, ja, und dann gibt es dann noch bestimmte Voraussetzungen oder Anforderungen oder Bedingungen, dass halt 2 dieser Leute Tanks sein müssen und 3 Heiler oder 2 Heiler, ja, und der Rest Schaden machen muss, ne? Und wie soll man denn am Samstag, wenn am Samstag irgendwie 50, 60 Leute online sind vielleicht, wie soll denn das gehen? Was zur Hölle, Alter? Hallo, Bergbau, skill doch mal. Jetzt sind wir schon bei 50. Ach, krass. Ja, das geht noch ein bisschen weiter, glaube ich. 51. Ich vermute, das geht noch bis 55, dann ist aber Schluss. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mal sehen, wie viel Glück ich habe. Zumindest kriege ich ein bisschen Kupferbahn hier noch. Das ist ja auch nicht schlecht. So, aber was zur Hölle, alter Schmiede? Das ist doch nicht wahr. So, Schmiedekunst kann ich auch gleich machen, wenn ich hier fertig bin. Warte. Geht das echt bis 55? Sogar noch ein bisschen weiter vielleicht? Oder? 56 sogar. Ach, krass. 57. Ach, schön. So. Okay, jetzt kann ich natürlich einen rauen Wetzstein machen oder einen rauen Gewichtstein. Ich mache mal einen rauen Wetzstein erstmal. Oder eine Kupfer... Nee, ich mache jetzt den Wetzstein. So. Machen wir erstmal nur 5. So. Mal sehen. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt geht da mit dem Skillen. Aber das ist ja nicht wahr, Alter. Okay. Ich erstelle mal nochmal... Gleich mal 9. So. Wird schon irgendwie passen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, dann werde ich wenigstens die Steine los. Die brauche ich ja sonst für kaum was. Soweit ich weiß. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube nicht, dass ich die für irgendwelche Sachen wirklich brauche. So, ach siehst du, jetzt ist schon wieder... Ach komm, mach mal gleich alle. So, das ist auch egal. Ich kann es ja abbrechen, wenn ich möchte. Also wenn es grau wird. Auch wenn ich nicht weiß, ob das wirklich so weit kommen wird. So, dann habe ich auch schon mal Schmiedekunst geskillt und das andere auch. Ja. Okay. Ja, ist ja auch sehr schön. Das ist ja, was habe ich denn hier für einen Server mir ausgesucht? Ich meine, what the fuck? So. Und ich spiele auch schon wieder viel zu lange. Naja, mal sehen. So. Ich kann ja noch ein bisschen spielen. So ist es ja nicht, aber... Was zur Hölle? Alter, das ist doch nicht wahr. So. Hm. Tja. Ja, komm, jetzt... Mach schneller.
Bringt das? Doch, das bringt noch was. Okay, jetzt ist schon wieder grün. Lohnt sich fast gar nicht. Ich kann ja mal zum... Ach, hier ist ja gleich der Schmiedekunstlehrerin. Hier, lern das mal bitte alles. So, okay. Gut. Ansonsten muss ich mal... Oh, warte. Ich kann Rau- und Schleifstein machen. Dann mache ich mal die hier. So, das bringt mehr. Okay. Gut, jetzt habe ich natürlich keine Steine mehr. Das war sehr sinnvoll. Okay, Kupferkettenhose oder... Was haben wir denn noch? Ein Kupferdolch kann ich noch machen. Oder eine Kupferaxt. Na gut, die ist jetzt nicht so gut, aber... Kostet schwache Fluxus, naja. Aber leider auch sehr viel. Die Kupferstreitaxt ist aber... Ja, aber die kostet so viel. Leichtes Leder, wo soll ich denn das herbekommen? Okay. Dann mache ich mal die Kupferkettenhose einfach mal ein paar Mal. Oder, warte mal, ich kann ja noch mehr hier. Unfizierte Kupferstulpen, aber da brauche ich so viel, das geht nicht. Okay. Kupferkettenhose mache ich mal so viel wie geht. Ich mache mal erstmal 6. Was benötigt? Schmiedehammer. Ich habe keinen Schmiedehammer. Was? Ach Gott. Warte. Wo ist denn hier der Zweihandwaffenhändler? Nee, Schmiedekunstlehrer. Hier gibt es 2 Lehrer. Hier ist ein Waffenverkäufer. Habt ihr denn hier keinen Handwerksbedarf? Ich brauche einen Schmiedehammer. Verdammt. Ah, da hinten wieder wahrscheinlich. Okay, probieren wir es mal hier. Bergbau und Juwelierskunst ist hier. Bergbaulehrer. Hier irgendwo ist doch Bergbaubedarf. Ihr sucht doch etwas. Was ist das? Hast du vielleicht ein... Wieso hast du denn... Ach. Okay, Juwi... Nee. Alles hat seinen hast du viel... Nee, auch nicht, Mann. Wo kriege ich hier einen bekloppten Schmiedehammer her? Das kann doch nicht sein. Hier drin vielleicht. Ich wette hier drin. Schmiedekunstlehrling, Schmiedekunstlehrer, Schmiedekunstlehrer. Schmiedekunstbedarf, da ist es ja. So. Kraft und Ehre. Schmiedehammer. Toll. So, und jetzt nehmen wir mal hier den Amboss und dann... ach, jetzt habe ich wieder... Naja. Berufe. Schmiedekunst. Und zwar nehmen wir mal hier... Machen wir gleich 6 Stück. Erstellen. So, oder... Nee, warte erstmal ein und dann mal gucken, ob wir nicht vielleicht was anderes lernen können, was sinnvoll ist. Runenverzierte Kupferhose. Nee, da brauche ich ja so viel feinen Faden. Kann ich mir nicht leisten. Mist. Mache ich noch mehr Kupferkettenhosen. Das ist, glaube ich, am billigsten hier. Die scheinen am wenigsten Materialien zu kosten. Also nochmal 5. So, erstellen. Mal sehen. So, dann geht das erstmal bis 50. Dann kann ich gleich weiter lernen hier. Krass. So, habe ich schon wieder ein bisschen Beruf gemacht hier. Auch nicht schlecht. Warte mal. Ich kann noch diesen Kupferkettengürtel machen. Ich mache mal den hier nochmal. Alle erstellen. So, und dann gehe ich gleich mal zum Lehrer. Moment. Und dann muss ich auch mal gucken, dass ich noch mehr von diesen Kupfer bekomme. Oder was weiß ich. Inventar ist... Ach du Scheiße. Blut und Donner. Inventar ist wohl, ist ja blöd. Okay. Tja. Moment. Kannst du vielleicht... Schmiedekunstgeselle kann ich erlernen. Das ist toll. So. Grober Gewichtstein kann ich erst ab 65. Okay. Gut. Mein Inventar ist voll. Was ist denn das? Was ist das doch blöd. Okay. Ist das denn besser als das, was ich habe? Ja, ist es. Tatsächlich. Ach, krass. Nützt mir ja mal was. Ach, das ist auch besser. Krass. Na, sowas hätte ich nicht erwartet. Jetzt kann ich ja wenigstens mal die anderen Sachen verkaufen. Hier den... Ach, weißt du, ich kann die eigentlich alle verkaufen. Was soll ich denn sonst damit? Könntest du natürlich aufbewahren. Nee, kann ich nicht mehr entzaubern. Die sind ja nicht mal grün. Ist ja gar nichts. Ich verkaufe die einfach. Das kann auch weg. Kann weg, 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 weg. Das kann auch weg. Und... Ja, gut. Okay. Ansonsten habe ich jetzt erstmal nichts. Jetzt kann ich nochmal das hier erstellen. Warte. Gehe ich mal hier hin. Erstellen und dann... Gut, die Stiefel hätte ich vielleicht gebraucht. Ich weiß nicht. Ja, doch. Egal. So. Hätten genauso viel gekostet. Nee, die hätten 8 gekostet. Egal. So. Jetzt auch egal. Mein Gott. So, jetzt werde ich nochmal Bergbau-Geselle lernen und dann
Schauen wir mal. Wo ist denn hier Bergbau... warte mal. Bergbaulehrer war da drüben, ne? Warte mal, ich habe jetzt Folgendes. Also, ich habe jetzt hier... Ja, hier bin ich schon Geselle, hier bin ich noch Lehrling. Dann gehe ich mal ganz kurz hier hin. Moment. Bergbaubedarf. Bergbaulehrer, hier bist du. Ach, Bronze verhüten. Ist ja toll. Oder nicht verhüten, verhütten natürlich. Bronze verhüten. Damit es sich nicht fortpflanzt wahrscheinlich. Naja, so. Tötet es, bevor es Eier legt. Naja, so. Denke ich mir bei manchen Menschen auch, wenn ich mir angucke, was die teilweise schreiben. Naja, vielleicht habe ich auch zu viel auf Webfail geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt. Da postet immer irgendwer ein paar Bilder, wo jemand sehr viel oder sich sehr, sehr dumm anstellt. Ja. Da passt der Spruch, tötet es, bevor es Eier legt, schon irgendwie. Aber wollen wir natürlich nicht. Ja, wir wollen natürlich keine Dummen töten, nur weil sie dumm sind. Aber manchmal fragt man sich schon, what the fuck? Ne? Also bei manchen Leuten fragt man sich schon, wie man eigentlich so dumm sein kann. Oder so eine Frage halt stellen kann. Bei manchen frage ich mich auch, ob das wirklich echt ist oder ein Fake, weil so dumm kann eigentlich niemand sein. Andererseits, man weiß ja nicht. Ne, man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, ich muss ins nördliche Brachland, ich muss aber noch viel, viel andere Sachen machen. So, warte. Okay. Wo muss ich hin? Hier muss ich immer noch lang und dann ganz weit laufen. La 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 la. Das Laufen ist so schön. Das Laufen ist so schön. Ich mag das Laufen sehr, weil es so schön ist. Ich werde mal den. Hier war irgendwo der Gastwirt. Irgendwo hier war das Gasthaus. Ich erinnere mich, aber ich weiß nicht. Nee, du bist es nicht. Ich glaube hier. Nee, hier war die Auktionshalle, ne? Wo war eigentlich die Bank? Hier muss doch auch irgendwo eine Bank sein. Also wo ich meine Sachen einlagern kann und so. Was bist du? Das Gasthaus. Das ist gut. Ich möchte nämlich hier Folgendes tun. Hey, Hallöchen. Wie kann ich euch helfen? Ich möchte dieses Gasthaus zu meinem Heimatort machen. Lebt wohl. Ja, ja. So, jetzt bin ich zu Hause im Tal der Stärke. Schön, oder? Jetzt möchte ich aber nochmal zu... Bank, da drüben. Irgendwann werde ich mich ja auch mal auskennen. Auch wenn ich vorher immer Allianz gespielt habe und das schon irgendwie so ein bisschen vermisse, weil ich das eher kenne als das hier. Ne? Also das hier kenne ich halt nicht. Ich kenne es halt nur als Allianz, aber naja, ist auch nicht so schlimm. So. Dann würde ich sagen, wir packen mal, ach komm, hier der Raptor-Ei kann da rein und den Leinenstoff kann da rein und Dunkelmond-Ticket sowieso und Kupferbahn, naja, ach komm, die Wetzsteine packen wir auch mal rein. Schattenedelstein packen wir rein. Skorpidstachel, Kriecherklaue. Kupferkettengürtel kann ich verkaufen. Mache ich auch gleich. Packe ich mal da hin. Malachit pack ich rein. Und den Abenteuerführer. Herausfordernde Instanzen. Naja. Ob ich das wirklich brauche, diesen Instanzführer da vom Dunkelmarkt? Nee. Abenteuerführer des Dunkelmond-Jahrmarkts. Keine Ahnung, ob ich den wirklich brauche. Was ich jetzt nochmal machen möchte, ich möchte mal verkaufen. Hier, und zwar diesen einen Gürtel da. Warte. Raus damit. Ich möchte ein wenig in euren Waren stöbern. Und zwar möchte ich einmal I drücken, um das hier so zu verkaufen. Okay. Seid sicher. Gut. Ja. Okay, dann macht es vielleicht Sinn, hier wieder rauszugehen aus Orgrimmar. Und noch ein paar Quests anzunehmen. Vielleicht auch nochmal eine abzuschließen oder so. Und dann mal eine Aufnahmepause zu machen nach über 4 Stunden. Ist vielleicht sinnvoll. Naja, mal sehen. So. Ich muss das ja noch rendern, beziehungsweise eigentlich entkodieren. Weil rendern ist wieder was anderes. Und da muss ich noch Guild Wars 2 aufnehmen. Also da kommt echt was zusammen, was ich tun muss hier. Unglaublich. Na gut. Immer dreht er die Kamera so komisch. Tauchen die einfach aus dem Nichts auf, mein Gott. Was bist du nur für ein Spiel? Also das ist echt komisch. So. Schafseher brauche ich nicht. Gor, der Vollstrecker. Donner von unten hat mir das schon vorgelesen. Unsere Armee braucht Wasser, Elemente, bla, elektrische Stöße, das mit den Kodos. Okay, das hatte ich schon vorgelesen, ich konnte es nur nicht annehmen, weil mein Inventar voll war und ich jetzt diese Magiestoffleine bekomme. Und die Warnungen nicht beachten. Ihr könnt die Worte des Schamanen ignorieren, Soldat.
Es gibt gewisse Leute in der Horde, die auf unsere Zusammenarbeit bestehen. Ich kann euch aber versichern, dass dieser Frall-verrückte Scharfseher nicht einmal über seine eigene Hutspitze sehen kann. Die Elemente führen westlich von hier miteinander Krieg. Normalerweise wäre mir das egal, aber ich brauche dieses Gebiet, um die Schiffstraße von hier aus, von hier ins Brachland zu vergrößern. Die Elementare sind normalerweise recht stark, aber durch ihre Kämpfe miteinander sind sie geschwächt. Mit diesem Wissen sollte es euch ein leichtes sein, sie zu zerstören. Ich kann nicht die ganze Zeit so tief sprechen. Zerstört 12 verfeindete Elementare. Ihr könnt wütende Erdwächter oder belebte Wasserwächter töten. Okay. Gut. Ja, dann machen wir das mal erstmal und dann mache ich aber echt gleich eine Aufnahmepause. So, ich töte die mal, dann mache ich diese eine Quest und dann gehe ich nochmal zurück und dann, ne, gehe ich ins Gasthaus, dann bin ich beim nächsten Mal erholt. Wobei, brauche ich wirklich mehr EP? Ja, doch, macht schon irgendwie Sinn. So, okay. Ach, so viel Quests hier einfach. Das ist doch unfassbar. Mache ich die überhaupt noch fertig oder gehe ich gleich ins Brachland? Das ist für Level... Steht gar nicht da. Stand das nicht sonst aber da, für welches Level das ist? Oder war das ein Add-on oder war das ein anderes Spiel? Ich sehe bei den ganzen MMOs nicht mehr durch. Bei jedem ist es irgendwie anders. Dann steht sie doch nicht da, das Level. Denn war es bei Elden Ring Online, wo es da steht? Ach, keine Ahnung. Und bei Guild Wars 2 glaube ich auch. Aber da gibt es ja gar keine richtigen Quests. Na egal. Aber irgendwo... Stand das nicht sonst da? Ich weiß es nicht. So. Na gut. Dann, ach. Hey, ich kann Bergbau benutzen für diesen Erdelementar. Ist ja praktisch. So, stirb. Wütender Erdwächter. Und jetzt töte ich noch den anderen und dann war es das auch schon. Hey, so. Okay, das geht ja echt schnell. Weil die schon so angeschlagen sind. Oh, was kriege ich da? Naja, nicht wirklich. Ach doch, Kupfererz. Kupfererz ist ja krass. So. Na gut. Stirb, wütender Erdwächter. Und du belebter Wasserwächter. So. Naja, wirklich stark sind die wirklich nicht. So. Gibt zumindest ein bisschen... Oh, hier, Bergbau. So, 6 von 12 habe ich schon. Alter, wie schnell das geht, das gibt's doch nicht. Okay. Jetzt reicht's aber echt nicht viel zu lange. So. Das ist echt schon... Nee, wann habe ich angefangen? Um 3 Uhr irgendwas habe ich, glaube ich, angefangen. So ziemlich genau um 3 irgendwie. Und jetzt ist schon... Jetzt schon 19 Uhr... ja, 19.22 Uhr, siehst du da oben. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so lange hier spielen kann, ohne irgendwelche Probleme. Ach du Heilige. Da muss ich 250 Zähne von denen sammeln. Das finde ich toll. Ich hatte das schon mal bei anderen MMOs bemängelt, dass du dann irgendwie 10 Pfoten von irgendwen sammeln. Zum Beispiel 10 Waagpfoten sammeln musst oder so. Und jeder Waag hat eigentlich 4 Pfoten, droppt aber nur eine. Wenn ich jetzt hier diesen töte... Ne, ich demonstriere das gerade mal. Ich soll 250 Zähne sammeln. Der droppt aber auch... Warte. Also jetzt gleich, wenn er dann tot ist, droppt er natürlich auch... warte, ich zeig's euch gleich. So. Ganze. Ach, naja, 32 geht eigentlich. Ne, ja, das geht. Ist, glaube ich, realistisch. 32 Zähne ist, glaube ich... Ich weiß nicht, wie viele Krokodilisten habe ich. Ich glaube, es gibt gar keine Krokodilisten. Im echten Leben. Krokodile gibt's noch. Aber ich glaube, das ist... Nee, ist das... Soll das denen an die angelehnt sein? Ich weiß es nicht. Die Krokodilisten an die... An die Krokodile. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall... Kommt das hin. 32 Zähne sind, glaube ich, nicht unrealistisch für so ein Gebiss von so einem Krokodilisten. Ja? Statt, dass die nur einen Zahn droppen, wie es in anderen MMOs denn der Fall sein würde. Was total dämlich ist eigentlich, aber egal. Na gut, wenigstens habe ich jetzt 32 und 250 kann ich tragen von denen. Oder muss ich sammeln von denen. Und ich kann inzwischen wieder zurückgehen und die Quest abgeben. Ach toll. Mensch. So, und ich bin auch schon... Ah, Level 10,5 circa. Ich habe jetzt auch die letzte Zeit nicht gequestet. Ich war die ganze Zeit in Orgrimmar irgendwie.
und so weiter und habe so viele Quests angenommen, aber nicht abgegeben. Also jetzt wird es wieder schneller gehen. Ich weiß bloß nicht, wann ich Level 90 werden werde. Nee, Level 90 werde. Wann ich Level 90 werde, so ist richtig. So, werden werde. Komisch. Nee, naja. Irgendwie doppelt gemoppelt. Hm. Geworden sein werde. Nee. Ich glaube, das ist die richtige Form. Wenn ich in Futur 2 sprechen will. Wenn ich... Ich weiß nicht, wann ich Level 90 geworden sein werde. Ist das richtig? Grammatisch? Oder grammatikalisch? Ich weiß es nicht. Naja. Die deutsche Sprache ist echt sehr verwirrend. Okay, Gor der Vollstrecker. Lokta Ogar, Soldat. Seht ihr, die Geschichten des Schamanen sind nicht mehr als eine Bettgeschichte für einen Jüngling. Die neue Horde nimmt sich, was sie will und verschwendet mit solchem Schwachsinn nicht ihre Zeit. Falls ihr dazu kommt, könnt ihr ja Shin und allen anderen, die sein Verhalten unterstützen, sagen, dass sie eure Zeit nicht vergeuden sollen. Gedankenlose Armschienen oder unvorsichtige Treter, die ich benutzen kann tatsächlich. Die sind nicht schlecht. 59 Rüstung und ein Stärke. Krass. Statt 29 Rüstung und gar kein Stärke. Yeah. So, habe ich auch noch bessere Ausrüstung. Was ich jetzt mal mache, ist Jan schnell ins Gasthaus. So, auch wenn es direkt nebenan ist, aber ich nehme mal den Ruhestein. Geht ein bisschen schneller. So, außerdem sehen wir dann den wunderschönen Ladebildschirm. Naja, nicht so lange leider. Oder zum Glück. Ne? Geht recht schnell jetzt. Ach cool, das Gasthaus gefällt mir auch. Ich war ja noch gar nicht drin hier. Ich habe es immer nur von außen gesehen. Sarok ist hier. Hm. Und die Grunzerin Morka. Ach schön. Und der gute Zazu. Und Goma, Mensch. Na, wie geht's, alte Kumpels? So, und Grunzer Komak, hey. Na, altes Haus. So, und Barkeeper Morak. Hier, siehst du, was? Das trinken die? Ernsthaft? Froschgiftbier? Mulgor Feuerwasser, okay, das ist schon besser. Silbermond Portwein und fast bitterer Kaktuswein. Und Immersangwein. Also, jetzt wissen wir ja, was Orks trinken, aber... Froschgiftbier? Ernsthaft? Nee, komm. Das will ich gar nicht trinken. Na gut, ich würde sagen, wir bleiben im Gasthaus, wo wir erholt sind. Wir sind erholt, okay, das dauert bloß ein bisschen. Wo wir dann irgendwann erholt sind und haben dann beim nächsten Mal mehr IP, was nicht unbedingt hilfreich ist, aber naja. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei. Und ich sage jetzt einfach mal, Lokta Ogar. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Für die Horde. Tschö.